Ja, Martin Schmidt, Almaty gestern ganz gut gelaufen, 14. Platz, das Wochenende davor Nizhny Tagil. Wie sieht ein vorläufiges Fazit der Osteuropa-Tour aus deiner persönlichen Sicht? Ja, ganz okay. Also ein bisschen ärgerlich war Nizhny Tagil der erste Wettkampf nach einem guten Training. Hatte einfach einen schlechten Wettkampfsprung, war 31. knapp das Finale verpasst. Aber jetzt 15., 14., also ganz okay. Es ist recht eng beisammen, auch nach vorne ist der Abstand nicht allzu groß. Und ich versuche natürlich näher ranzukommen. Wir haben mit Maxi gerade schon gesprochen, es ist derzeit unglaublich schwer, einen Platz im deutschen Team, geschweige denn einen Stammplatz, sich zu erkämpfen. Wo nimmst du persönlich die Motivation her? Ja, also es reizt einfach. Also Skispringen an sich hat nach wie vor seinen Reiz und ich merke im Training, dass ich doch so das Grundniveau anheben konnte zu letztem Jahr. Also ich hatte einen besseren Sommer wie letztes Jahr und ich will da halt einfach weitermachen und gucke, für was noch reicht. Und ich meine, es hat auch einen Reiz. Also es ist super, dass wir so eine starke Mannschaft haben und da wird es ein harter Kampf. Und wer sich da durchsetzt, da weiß man dann, okay, dann ist man auch im Weltcup ganz vorne dabei. Das ist gut. Und du bastelst aber parallel auch schon an einer Zukunft nach der Skispringerei. Du machst nämlich, haben wir uns kurz unterhalten, du machst eine Trainerausbildung in Köln, glaube ich. Oder wo machst du die? In Köln, ja. Eine Trainerakademie in Köln. Das ist die Diplom-Trainerstudium und dauert 3 Jahre. Habe jetzt das erste Jahr hinter mir und das läuft nebenher. Also und eben da verliere ich jetzt auch nichts. Also ich kriege es mit dem Springen unter einen Hut und kann so noch praktische Erfahrungen sammeln, während ich auch die Theorie büffel. Perfekt, dann wünschen wir viel Erfolg für die Trainerausbildung, viel Erfolg für den Wettkampf hier heute noch und alles Gute, Martin. Danke. Ja, danke.